Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Dieses Jahr lese ich aus der YouVersion Bible App aus unterschiedlichen Bibelleseplänen Texte, Gedanken, Fragen vor und dazugehörige Bibelstellen. Und heute geht es um die Weihnachtslichter, die ja zurzeit aller Orten wieder das Dunkle erhellen. Beim ersten Weihnachtsfest wurde das Kommen des Retters durch Licht angekündigt. Sowohl durch die Herrlichkeit des Herrn, die vom Himmel herabschien, als auch durch ihre natürliche Entsprechung auf der Erde. Matthäus 2, 1 bis 2 berichtet uns, dass die Weisen, also die Astrologen aus dem Morgenland, das Licht seines Sterns im Osten sahen und kamen, um den neugeborenen Sohn der Juden zu ehren. Lukas 2, Vers 8 und 9 beschreibt, wie die Herrlichkeit Gottes die Hirten auf dem Feld umstrahlte. Auch wenn dieser leuchtende Glanz, der vom Himmel ausging, bei Christi Geburt in seinem Herzen aufleuchtete, war sein helles Funkeln bereits in Jesaja 9, Vers 2 beschrieben worden, lange bevor er seinen ersten Atemzug tat. Die Ankunft des Kindes in der Krippe hatte nur ein Ziel: Licht in eine blinde und verlorene Welt zu bringen, die in der Dunkelheit der Gottesferne, der Getrenntheit von Gott oder, wie es mit dem altdeutschen Wort heißt, Sund, Graben, Sünde, die in dieser Trennung von Gott gefangen lag. Da sollte Licht hineinkommen. Während uns 1. Johannes 5, Vers 19 warnt, dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen, vom Teufel, vom Satan beherrscht wird, versichert uns dasselbe Buch, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8. Jesus durchbrach also die teuflische Dunkelheit. Darin offenbarte sich die Herrlichkeit von Weihnachten, genau wie es Jahrhunderte vor seiner Geburt bereits prophezeit worden war. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Matthäus 4, Vers 16 und Jesaja 9, Vers 2. Johannes 1, Verse 4 und 5 nimmt diesen Gedanken wieder auf. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Selbst wenn wir unsere Häuser und Weihnachtsbäume oft mit wunderschönen Lichtern schmücken, die auf Gott hinweisen, der das Licht ist, 1. Johannes 1, Vers 5, so ist keines von ihnen so wunderschön und atemberaubend wie Jesus, das Licht der Welt. Da redete Jesus abermals zu ihnen, heißt es in Johannes 8, Vers 12, und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn du also dieses Jahr Advent und Weihnachten feierst und dabei immer wieder Kerzen anzündest, Lichterketten anmachst, Geschenke, Baumschmuck, Lichter, gutes Essen, fröhliche Gemeinschaft genießt, was auch immer dir in diesem besonderen Jahr 2021 möglich sein wird, dann denk daran, dass es eigentlich um ein Licht geht, das Finsternisse erhellt. Und darum geht auch heute und in der gesamten Weihnachtszeit immer wieder mal an einen dunklen Ort und zünde dort ein Licht an, um ein Statement zu setzen, zu sagen, das ist der eigentliche Sinn von Weihnachten, dass das Licht der Liebe die Dunkelheit erhellt. Und wenn man ein Licht anzündet, dann kann dir kein Wissenschaftler dieser Erde erklären, wohin die Dunkelheit verschwindet.
Sie ist einfach weg. Sie löst sich einfach auf. Das ist auch das Wunder von Weihnachten. Damit wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und freue mich darauf, morgen ein neues Türchen der Hoffnung mit euch zu öffnen. Wenn ihr euch wundert, was ich für eine Mütze anhabe, sei es kurz gesagt, ich habe gestern die neue Deep Purple bekommen in der Fan Edition mit Mütze. Ihr könnt es sehen.